Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um Sonnenbrand. Deswegen habe ich schon mal die Aftersun geholt. Heute seht ihr, dass Steine auch Sonnenbrand bekommen können. Wie das aussieht und was man mit diesen Steinen dann machen oder eher gesagt nicht mehr machen kann, das seht ihr in diesem Video. Hier die Firma Hartwern hat 50% vom gesamten Abbau zum Schotter für die Bahn verarbeitet. Bis 1980 das Drama passierte. Da die Bahn gesagt, euren Mist können wir nicht mehr gebrauchen. Der Basalt war in Anführungszeichen krank. Man spricht von Sonnenbrand und die Steine habe ich hier hingelegt, die Sonnenbrenner. Ich nehme mal gerade einen. So, noch einen. Und man sieht, die sind nicht mehr glattflächig, sondern grobkörnig. Ich führe das jetzt mal vor, was damit passiert durch Erschütterung. Alles so geprügelt. Und damit kann man kein Bahn bestauen. Muss man die Bahn verstehen, wenn ich sage, das können wir nicht mehr gebrauchen. Wieso? Warum? Ist ja Basalt so? Man spricht von Sonnenbrand, hat überhaupt nichts mit Sonne zu tun. Basalt ist ein vulkanisches Gestein. Und vor 25 Millionen Jahren war hier in der Nähe ein Vulkan, der die 100 Meter starke eine Lavaschicht drüber ergossen hat. Und während des Abkühlungsprozesses fand in den unteren 25 Meter von der 100 Meter starken Schicht ein chemischer Prozess statt. Da haben sich Mineralien verwandelt, bedingt durch Lufteinschlüsse. Man spricht einfach von Nebelin. Die verwandeln sich in Analkin, was großvolumiger ist. Und das führt dazu, dass der Stein auch grobkörnig wird und sich durch Erschütterung selbst zerstört. Und ich sprach eben da unten von der Bremsbergverladung, wo die Loren drunter sind, wo sie waren, 400 Meter weit. Da war es so, wenn vier beladene Loren mit Schotter, die können 30 bis 50 mm. 400 Meter weiter unten ankam, sprach man von 20% Unterkörnung, also diese Krümel, die es eben gezeigt hat. Die kann man mit einem Bau nicht gebrauchen. Und ein Bahnweg kommt nie zur Ruhe. Ob der ICE da fährt oder ein Güterzug, spielt keine Rolle, es sind gewisse Erschütterungen verbunden. Wir haben die Gefahr bestanden, dass der Schotter hier auch verkleinert wird. Das hat wohl nichts mit richtigen Sonnenbrand zu tun. Das bringt wohl wirklich nichts. Die Steine sind ein hoffnungsloser Fall, aber für uns heißt es wohl dann doch immer noch Sonnencreme. Die Steine haben's gut. Also bis zum nächsten Mal und immer Sonnencreme drauf haben. Und...